So, jetzt warte ich, bis er Level 5 geworden ist. Obwohl, ich könnte noch eine Weile länger warten. Stein. Stein ist auch immer gut. Stein und Gold und sowieso alles. Und hier war nichts. Jetzt will ich wirklich mal gucken, ob unter den beiden Steinen was versteckt ist. Kann ja nicht sein, dass die da einfach nur zum Spaß stehen. So, wir haben zwei Wege zur Auswahl und sie stehen wirklich nur zum Spaß darum. Okay, das heißt, wir stopfen das nochmal mit Brücken. Holzbrücken. Und dann geht's hier weiter. Wir könnten theoretisch diesen Raum hier zu einem neuen Außenpostenraum machen, aber ich würde noch gerne ein Stück weiter graben. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht genug. So, jetzt habe ich aber erstmal genug, also ich habe nicht genug Ressourcen, um neue Betten und Tische zu bauen. Jetzt habe ich aber schon mal genug Stein, hier fertig zu machen. So. Na komm, schließen wir hier so ab. Dann kommen die drei weg und dann kommen da auch Holzblöcke hin. So, wie sieht es hier unten aus? Oh, wir sind schon weitergekommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwo in die Richtung graben. Und ja, ich kann schon mal wenigstens den Festtagstisch bauen. Also den hier. Weil alles andere kann ich mir leider nicht leisten. Und der ist sowieso eigentlich gar nicht mal so schlecht, der Tisch. Da müssen sie wenigstens zum Essen nicht mehr nach oben kommen. Und ich könnte ihnen zwei Stühle bauen. Da gibt es halt hier den Tisch und zwei Stühle. Ja, das wäre eine gute Idee. Stühle sind zwar nicht ganz so erholsam. Jo, hier den Tisch. Und da brauchen wir Stühle. Und dafür haben wir nicht mehr genug Holz. So, jetzt haben wir aber genug Holz. Gut. Kein Stein auf dem anderen ist abgeschlossen. Sehr schön. So. Und du noch runter. Jawohl. Jetzt geben wir mal wieder ein bisschen Speed, dass sie wieder hier runterkommen können. Ja,
dem die Zwerge gemeinsam Brei essen. König Weihnachtsvater, ja. Also ja, wenigstens müssen sie schon mal zum Essen nicht mehr so hoch. Und ich glaube, wir haben gleich den nächsten... Ja, in die Richtung Grabenraum. Auch gut, aber wir wollen erstmal in den Geheimraum hier rein. Oder auch nicht. Wieder normal Speed. Das heißt, wir brauchen hier erstmal eine Brücke. Und dann neue Grabarbeiten. Und ja, das war wirklich wahrscheinlich eine gute Idee, den hier unten so eine kleine Schlafnische hinzubauen. Und jetzt hätte ich eigentlich genug, um ihnen ordentliche Betten hinzustellen. Naja, wenn ich unsere beiden Militärzwerge hole, dann brauche ich hier unten wirklich ordentliche Betten. Also komm. Wir haben genug Holz. Setzen wir das mal. Und holen auch gleich unser Militär hier runter. So. Ja, ihre Energie füllen sie leider in den Stühlen nicht sonderlich gut auf, aber sie füllen sie weit genug auf, um wieder arbeiten zu können. So, kommt mein Militär. Der eine hat noch keinen wirklichen Drang dazu zu kommen. Wenn du Stufe 5 bist, graden wir dich auf. Die beiden sind da unten dann mit Wachdienst beschäftigt. Das heißt, du kannst in Ruhe dann oben trainieren. So, die beiden können schlafen. Ich hätte genug für noch ein gutes Steinbett. Nein, habe ich nicht. Jetzt hätte ich genug für noch ein gutes Bett, aber die Stühle, die tun es auch. So, die beiden sind klar. Du bist bald Level 5. Und ja, der Raum hier wäre groß genug wirklich, um ihn zu einer, zu einem Außenposten zu machen. Aber erst, wenn wir den Raum da gesichert haben. So, du. Erstmal wieder nach hier oben. Du brauchst noch 2 Punkte. Also 2 Ticks an Erfahrungspunkten, meine ich. Und ich glaube, ich könnte jetzt schon die guten Forschungstische bauen. Ja, die kosten allerdings sehr, sehr viel Holz und Gold. Vor allem das Gold. So eine Sache. Oh, Stein.
Stein hingegen ist immer gut. Da ist noch mehr Stein. Und ja, man merkt, ich bin gierig auf Stein. Ich könnte jetzt noch so ein gutes Steinbett bauen und das mache ich auch. Und verfrachte das noch nach da unten. Und du wirst bitte Militär. Zuerst. Und dann wirst du auch gleich weiter abgegradet zum Speerwerfer. Und kriegst auch gleich zwei Trainingspuppen spendiert. Treffsicherheit für Fernkampfspezialisierung. Alle Soldaten erlangen zusätzliche Gesundheit. Ne, erstmal weichere Betten. In der Mission kommen wir eigentlich ganz gut klar. So, jetzt haben wir Betten hier. Ihr könnt ruhig hier weiter graben. Da sind nämlich noch Ereignisräume im Weg. Und hey, wir kommen langsam schon auf den zweiten Tunnelraum zu. Hey, das ging schneller als erwartet. Ja, mein Militär ist da unten. Das ist okay. Du musst jetzt hochtrainiert werden. Ich gucke mal kurz an die Oberfläche. Sind hier noch Wölfe? Oder hatten sich... Da wäre noch ein Wolf. Da sind noch zwei Wölfe. Sagen wir mal so, mit Wölfen müsste einigermaßen klarkommen. Aber ich trainiere ihn erstmal hoch. Dann kann er da oben die Wölfe töten, weil ich glaube, das Wölfe töten bringt auch meinen Wachen hier unten Erfahrung. Und wir haben wieder Gold gefunden. Na komm, in den einen Raum buddeln wir uns noch rein. Und gucken, was wir da drin finden. Irgendwie hat keiner gerade Lust. Dann mache ich euch halt Lust. Ah, noch ein Schlüsselraum. Mit Stein und sehr viel Holz. Dich bringe ich mal aus der Gefahrenzone raus. Hast du gerade nichts Besseres zu tun, als zu essen? Dein Kumpel prügelt sich da alleine mit Orks und du isst. Das sind Zwergenbrüder, oder? Genauso wie der hier gerade nur am Rumlatschen ist. Und da ist mein Zwerg aus Inkompetenz vor den anderen gestorben. Sehr schön. Nein, ich bleib ganz ruhig. Und schnapp mir jetzt den hier und bring ihn wieder nach da oben. Toter Zwerg für die Katz. Gut. Ich habe zum Glück genug Eisen, um den hier schnell wieder auf einen Kämpfer zu bringen. Oh nein, den Schlüssel, den lasse ich jetzt mal da liegen. Okay.
Ich speichere das Spiel jetzt mal. So. Und gehe zurück zur Welt. Speichere es nochmal. Sicherheitshalber. So, das hat mir genug Einfluss gebracht. Für die nächste Stufe. Aber den Zuschuss tue ich erst nach der Mission freischalten. Oh, ist nur 350 bis zur nächsten Stufe. Weil jetzt in der Mission bringt es uns eh nichts mehr. Und dann kriegen wir ja wahrscheinlich noch mehr Punkte zusammen. Okay, aber jetzt gibt es erst einmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.